Hallo zusammen, in eurer kulinarischen Show begrüßt dich natürlich für den Hobbykoch und heute machen wir mal drei auf einen Streich. Und Alexa, was sagst du dazu? Wäre so ein Streichquartett was für dich? Ich kann dir gerne mal eine schmieren. Ach so, ja. Aber nicht aufs Brot. Aha, ja. Und was ich euch auch noch mit erwähnen wollte, hier unter dem Video gibt es natürlich wieder den Angebotscode von Bombay Spices, der Gewürzshop. Der unterstützt uns halt wieder mit einem leckeren Gewürz. Und wenn ihr da irgendwie was in den Warengrupp gepackt habt, dann gibt es nämlich mit dem Hobbykochcode 0621 gibt es da das Kashmiri Masala Gewürz obendrauf. Also geht da mal auf die Seite, schaut da mal rein. Hobbykoch 0621 ist der Code. Und da gibt es dann, wie gesagt, unser Kashmiri Masala obendrauf. Also, wie wir unsere 3 auf einen Streich machen, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch nach dem Intro natürlich immer da. Da sind schon unsere Zutaten für unsere Frischkäsezubereitung und es wären dann im Einzelnen. Etwas Butter, Petersilie, Schnittlauch und Dill, dazu etwas Lachs, etwas Barbecue-Soße und von Bombay Spices das Kashmiri Masala Gewürz und dazu natürlich reichlich Frischkäse. Jetzt denke ich, habe alles und dann kann es schon losgehen. Unsere Grundbasis besteht natürlich aus Frischkäse und Butter. Die gebe ich jetzt hiermit hinzu. Und das werde ich alles erstmal miteinander richtig schön vermengen. Also ihr solltet schauen, dass die Butter so Zimmertemperatur hat, dass die sich auch so richtig schön leicht zerdrücken lässt. Und ich mache einfach mal weiter hier. Da ist die Basis für unseren Frischkäse-Brotaufstrich und da geht es auch schon weiter hier. Da gebe ich mir hier schon ein bisschen was von meinem Frischkäse hinein. Also ich denke mal so 100 Gramm machen wir von jeder Sorte, das sollte auch ausreichen. Und hier nicht vergessen, Angebotscode, hier gibt es das Kashmiri Masala kostenlos obendrauf. Und da gebe ich hier ein bisschen was mit hinzu. Jetzt werden wir hier ein bisschen was von unserem Lachs runterschneiden, aber nicht zu viel, nur ein bisschen, denke ich mal, das reicht dann auch zu. Und den nehmen wir erstmal klein schneiden. Und die Haut entferne ich mir hinten noch. Und jetzt geht es hier schon an den Fisch. Den werde ich mir einfach so ein bisschen klein hobeln, klein häckseln. Und den gebe ich einfach jetzt hier mit oben drauf. Den Dill und den Schnittlauch habe ich mir jetzt auch schon klein geschnitten und das gebe ich jetzt einfach hier noch mit hinzu. Und das Ganze werden wir natürlich wie immer miteinander erstmal vermengen müssen. Und das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Für unseren Kräuterfrischkäse habe ich mir jetzt schon mal den Schnittlauch, den Dill und die Petersilie klein geschnitten. Und natürlich wieder ein bisschen Kashmiri Masala. Nicht so viel, nur ein kleines bisschen. Und das werden wir natürlich wie immer miteinander vermengen und dann stelle ich das erstmal auf die Seite. Da ist der Rest vom Schützenfest und da machen wir auch gleich weiter. Ja, meine Damen und Herren, unsere 2 Frischkäse-Butter-Brotaufstriche stehen jetzt schon im Kühlschrank. Den dritten Frischkäse-Aufstrich, den werden wir gleich fertig machen. Und was ich euch auch noch empfehlen möchte, hier unten drunter findet ihr den Angebotscode Hobbykoch 0621. Da gibt es bei Bombay Spices das Kashmiri Masala Gewürz dazu, also wenn ihr da was bestellt, einfach beim Warenkorb dann im Checkout eingeben, Hobbykoch 0621, da könnt ihr kostenlos, gratis, umsonst, ja, für lau, einfach das Gewürz mal so abfassen, schaut da mal auf der Seite vorbei, den Link hier unten drunter, natürlich könnt ihr gerne mal schauen, was es da noch alles gibt. Und hier oben verlinke ich euch jetzt auch nochmal den Zeitraffer-Kanal, ja, das ist so ein kleines Projekt in Eigenregie, da geht es so ein bisschen um Reisen, wer es mitbekommen hat, ich war jetzt im Urlaub, habe da natürlich nicht so viele Videos jetzt machen können hier mit dem Kochen und mit den ganzen Sachen, aber dafür habe ich mich da für den Kanal ein bisschen eingesetzt, habe da kleine Reisevideos gemacht, also da kommen noch ein paar Sachen auch hinzu, ich möchte da auch so Vorher-Nachher-Videos machen aus verschiedenen Städten, also schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wer möchte, kann mir da auch gerne folgen oder mal auch einen schönen Kommentar schreiben. Und wenn du möchtest, dass ich deinen Kanal auch mal vorstelle, egal ob das ein YouTube-Kanal, eine Facebook-Gruppe, ein Twitch-Account, ein TikTok-Kanal ist, also das ist vollkommen Wurst, Hauptsache es geht ums Essen und es ist lecker, dann kommentiere hier unten drunter mit Hashtag Hobbykoch-Klicktipp. Dann suche ich mir deinen Kanal mal raus, dann stelle ich dich auch gerne mal vor
Und jetzt geht's schon weiter hier zu unserem letzten Brotaufstrich. Und jetzt geht's ran an den Barbecue-Brotaufstrich. Den nehme ich mir ein bisschen von meiner Barbecue-Soße und ein bisschen Kurkuma, natürlich zur Verfügung gestellt, wie immer von Bombay Spices. Das werden wir erstmal wieder miteinander richtig schön vermengen und dann gibt's wirklich mal was aufs Brot. Ja, da sind unsere drei aus dem Kühlschrank und da werden wir doch natürlich immer mal probieren müssen. Ja, was soll ich sagen? Diese drei Frischkäsesorten sind mal was ganz Besonderes. Nicht nur Frischkäse, sondern auch die Butter, die gibt so einen richtig eigenen Geschmack ab. Also es schmeckt mehr so butterartig, aber auch nach Käse. Und je nachdem auch der Kräuterfrischkäse mit unseren Dill und Petersilie und Knoblauch, also ist wirklich richtig gut. Auch diese Variante mit diesem Lachs, das ist mal was ganz anderes, denke ich. Also das ist wirklich was für die Mädels, das ist wirklich ganz gut und lecker. Aber auch der Käse mit unserer Barbecue-Soße und mit dem Kurkuma von Bombay Spices. Also das ist eine Variante, wo ich sage, gut, richtig schön scharf, liegt aber auch natürlich jetzt an meiner Soße. Die war doch schon ein bisschen heiß, wie man sagen kann. Gibt eine ganz eigene Note ab, wirklich wunderbar. Denke ich mal, eignet sich perfekt zum Grillen. Alexa, was sagst du dazu? Willst du hier mal kosten von unserem Streichquartett? Oder das ist doch ein Trio. Weiß ich nicht, was magst du da lieber? Irgendwie Quintett oder Quartett oder spielst du gerne Flöte oder wie oder was? Was ist los? Die drei probiere ich mal. Sieht ganz lecker aus. Alles klar. Nächstes Mal wird gegrillt. Okay. Oder Scheidung. Ja, dann gehen wir nächstes Mal zum Grillen. Dann machen wir wieder ein Grillvideo. Gut, also in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann eben nach unten. Schreibt mal was in die Kommentarboxen rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch.